Volkswagen zeigt auf der IAA das ID-GTI-Konzept bzw. den ID.2 GTI. Wir konnten ihn schon im Studio angucken und wir haben auch schon einen exklusiven Einblick ins völlig neue Cockpit mitgebracht. Um direkt ein bisschen Euphorie rauszunehmen, wir zeigen hier ein Clay-Model und es ist tatsächlich ein Konzept, das wahrscheinlich erst 2026 oder 2027 in Serie gehen wird. Wer aber wie wir in den letzten 10 Jahren schon Volkswagen-Konzepte gesehen hat, der weiß, die kommen tatsächlich fast immer relativ nah am Konzept. Ziemlich bald dann auch in Serie. Der ID.2 GTI basiert auf dem MEB Entry, das heißt, es ist kein ID.3, sondern das ist eine neue, günstige, kleine Plattform, auf der wir ja auch schon im Februar den ID.2 All, also quasi den elektrischen Polo, vorgestellt haben. Die Dimensionen sind dann entsprechend schon etwas größer als beim Polo. Hier sieht er fast ein bisschen SUV-mäßig aus. Das liegt aber auch daran, dass die Radhäuser zum Beispiel extrem ausgestellt sind und das Ganze natürlich am Ende ziemlich sportlich sein bzw. fahren soll. Wir sehen ihn hier in Marsrot, das ist nicht unser geliebtes King's Red wie bei unserem Golf GTI Clubsport, sondern eine neue Lackierung, und wir sehen vor allem sehr, sehr viele GTI-Insignien, die man hier auch neu angebracht oder wirklich etwas übertrieben angebracht hat, denn es ist halt einfach noch ein Konzept. Kommentiert aber gerne unten, wie ihr die groben Formen findet. Wir sehen zum Beispiel klassische Handgriffe, das ist wie gesagt der MEB Entry, ein anderer Elektrobaukasten, der dann eben mit dem ID.2 All zuerst kommt und dann mit dem ID.2 GTI. Hier sind wir dann letztendlich doch am Konzept angekommen. Wir sehen schon, ich würde sagen, bis hier ist alles sehr, sehr seriennah. Hier unten dieser übergroße Diffusor, der soll natürlich vor allem auf der IAA cool aussehen. Ich glaube aber nicht, dass er wirklich so kommen wird. Früher haben wir hier noch teilweise, zumindest bei R-Modellen oder auch bei entsprechenden GTI-Derivaten, die Akrapovic-Abgasanlage gezeigt. Das haben wir alles nicht mehr und das muss man jetzt irgendwie kompensieren durch ein bisschen Gamification. Deswegen haben wir hier noch viele kleine Gimmicks angebaut. No Step zum Beispiel hier nochmal Vorsicht Blitz, Vorsicht Elektro. Ganz witzig, aber es ist halt die Frage, kann man damit einen echten GTI-Verbrenner-Fan überzeugen oder ist es dann eher schon was für die noch jüngeren Generationen, die direkt mit Elektro aufwachsen? Das GTI-Logo wird hier ausgestellt, aber es gibt noch Dinge wie zum Beispiel die GTI-Sticker, die wir auch vom Clubsport oder vom TCR kennen. Die hat man hier alle auch noch übernommen. Hier sehen wir ihn übrigens nochmal in Diamant, Silber, Metallic, in der Farbe bzw. mit dem Modell, wie er auch auf der IAA in München stehen wird. Richtig interessant wird es natürlich im Cockpit, denn das ist weitestgehend das Cockpit des ID.2 All, aber eben als GTI modifiziert. Zum Beispiel haben wir eine 12 Uhr Markierung, die höchstwahrscheinlich auch rot leuchten soll. Wir haben tatsächlich diese zwei induktiven Ladeschalen und wir haben natürlich auch noch Insignien wie zum Beispiel das Clark-Muster bzw. dessen Fortsetzung dann. Das Ganze hier auch nochmal animiert, hier sehen wir die Displays. Links das Fahrerdisplay bzw. das Virtual Cockpit soll um die 10, das Infotainment-System rechts 12,9 Zoll groß sein, wie das ja auch schon wirklich seriennah aktuell der Fall ist. Dann hier nochmal ein Überblick, wie gesagt, Sportsitze und so weiter sind hier quasi gesetzt, wie stark kontrolliert es am Ende wirklich ausfallen wird, da darf man natürlich gespannt sein. Im Video zum ID.2 All haben wir ja schon das neue Lenkrad gezeigt, das ist dann wirklich völlig neu, hat wieder Walzen und dürfte auch ziemlich wertig sein, hier eben sich vorgestellt mit leuchtender 12 Uhr Markierung. Volkswagen muss natürlich irgendwie einen hochgezüchteten 2.0 TSI mit DSG und so weiter kompensieren. Entsprechend setzt man hier wirklich sehr auf Gamification, man hat sehr viele Challenges in die Software gepackt, besonders sparsam zu fahren oder auch besonders dynamisch zu fahren. Wir wissen es nicht, auf jeden Fall muss man natürlich das, was bisher emotionalen GTI ausgemacht hat, kompensieren, und da sind wir schon gespannt, ob das wirklich so gelingt und ob da wirklich die drei Buchstaben GTI einfach so ausreichen. Wir haben auch schon ein paar technische Daten vom GTI. Es ist, wie gesagt, der MEB Entry. Entsprechend kommt er mit Frontantrieb. Er ist 4,10 Meter lang, 1,84 Meter breit und 1,49 Meter hoch. Der Radstand beträgt 2,60 Meter. In den Kofferraum passen 490 Liter und im umgekloppten Zustand sogar 1330 Liter. Die Räder, die hier montiert sind, das sind 20 Zöller, dürften aller Wahrscheinlichkeit auch ziemlich genauso kommen, denn 20 Zoll, die Dimension ist hier 245/35. Wir sind sehr gespannt auf euer Feedback, wie ihr den ID.GTI bzw. das ID.GTI Konzept findet, auch in welcher Farbe euch besser gefällt, und ja, kommentiert mal gerne auch, ob ihr echt überlegt, sowas vielleicht in 2026 oder 2027 dann zu kaufen. Das Interessante ist, der Kaufpreis wird hier in aller Wahrscheinlichkeit deutlich unter einem nicht so sportlichen ID.3 liegen, da wir eben eine andere günstigere Plattform haben.
Noch ganz kurz zum Unterschied GTX und GTI. Also GTX bleibt momentan erstmal bestehen. GTX sind quasi wie ID4 oder ID5 GTX die sportlichen Modelle sozusagen zum Übergang. GTI wird dann natürlich nicht mehr als Ignition heißen, aber GTI soll dann einfach zurückgehen auf diese GTI-Wurzeln, wirklich wieder sportlich sein, und es sollen tatsächlich dann auch ganz eigene Modelle sein, die deutlich über das GTX hinausgehen. Ja, wir freuen uns über euer Feedback. Das Ganze könnt ihr euch anschauen auf der IAA, soweit ich weiß. Zumindest ein Modell davon gibt es. Auf der IAA dürfte dann auch der stehen, der tatsächlich ein Cockpit hat. Und ja, folgt uns gerne auf Instagram. Da werden wir noch ein paar Kleinigkeiten und ein paar Animationen vielleicht posten bei dem Modell, wo das funktioniert. Und bis dahin danken wir euch wie immer fürs Zuschauen und freuen uns, wenn ihr uns abonniert und die Glocke aktiviert.